Grüezi miteinander, ich darf Sie mitnehmen auf die Reise zum Geschäftsbericht 2023. Und dabei darf ich mit Ihnen und meinen Gästen heute das Jahresmotto «Bildung geht uns alle an» vom 2023 vertieft anschauen. Es freut mich, dass ich mehrere Personen in dieser Runde begrüße. Einerseits der Josef Wittmer, er ist Präsident des Stiftungsrats von der Gesund, ehemaliger stellvertretender Direktor vom Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation. Dann freut mich sehr, dass Esther Schäfer heute bei uns ist. Sie ist im Team Bildung und Entwicklung und sie ist zuständig für das Employer Branding und die Entwicklung der Mitarbeitenden der BZT AG. Dann darf ich begrüßen Silvia Stebat. Sie ist Teamleitung Bildung und Entwicklung bei der BZT AG. Mein Name ist Nadja Rohrer, CEO der BZT AG. Josef, in der Vergangenheit gibt es Persönlichkeiten, gibt es Leute, die dich selber zum Thema Bildung und Entwicklung gefördert haben, gefordert haben? Ja, das gibt es auf jeden Fall. Mehrere kommen mir da gerade in den Sinn. Das erste Mal eigentlich, als ich in der Kante Rüsbühl war und so als Junge mit 17 nicht wahnsinnig motiviert war, hat mich mein Französischlehrer zur Seite genommen, hat mich eingeladen zum Pizza essen und hat mir so 2,5 Stunden ins Gewissen geredet. Danach habe ich wieder gewusst, was Sache ist und dass man eigentlich zu nichts kommt, wenn man sich nicht auch ein bisschen anstrengt. Und das zweite Mal, als ich nach dem Studium meinem ersten Job beim Mikrogenossenschaftsbund war, da hatte ich einen Chef, der hat mir unglaublich viel zutraut. Der hat mich irgendwo hingeschickt in einen Kurs und dann bin ich zurückgekommen und der hat gesagt, jetzt machst du es gerade selber. Und ich war zum Teil immer leicht überfordert und ich habe gemerkt, wenn es eine leichte Überforderung ist, dann führt das dazu, dass ich wachse und besser werde. Und wenn sie zu stark gewesen wäre, dann würde es dazu führen, dass ich auch scheitern würde. Und er hat immer so das richtige Mass gefunden. Das hat mir sehr imponiert. Und das dritte Mal, wo mir jetzt zu sehen kommt, ist vielleicht gewesen, das zeigt auch, dass es ja nicht nur in jungen Jahren ist, wo einem Leute prägen, wo ich eine Weiterbildung gemacht habe, Management Center Vorarlberg. Da hatte ich 2 Dozenten, die mich sehr beeinflusst haben. Ich war einer, der immer gerne vorwärts gegangen ist und ein bisschen Tempo gemacht hat und so. Und die hat mir gesagt, weißt, Organisationsentwicklung, wenn du mit einer Organisation weiterkommen willst, dann nachher musst du manchmal ein bisschen Tempo rausnehmen. Und ich kann mich an einen Spruch erinnern, wo einer gesagt hat, einer der Dozenten, Organisationsentwicklung ist wie Regenwasser auf dem Blechdach. Irgendwann läuft es ab. Und das ist mir geblieben, das habe ich nicht mehr vergessen. Das habe ich immer wieder vorgeholt, das hat mir mehrmals geholfen. Und dabei auch noch ein chinesisches Sprichwort, wo mir einmal ein Chef, auch aus dem gleichen Grund, weil ich ein bisschen forsch war, geschenkt hat, mir ein Velo geschenkt, wo Ferrari drauf gestanden ist, also quasi schnell und langsam. Und hat mir einen Spruch unternehmen, wenn du es eilig hast, geh langsam. Also es sind so sättige Momente, die einem bleiben. Und das sind immer Persönlichkeiten gewesen, die nachher einmal beeinflussen. Esther, wie sieht es bei dir aus? Ja, die erste Person, die mir in den Sinn kam, ist Edith Lüthi, unsere HR-Leiterin und unsere Chefin, die mich seit über 11 Jahren begleitet bei der BZT AG. Und von Anfang an gecheckt hat, der Esther muss sich einfach so alle 1, 2, 3 Jahre immer wieder neue Aufgaben anschmeissen und sie manchmal so ein bisschen schwimmen, im richtigen Moment wieder unterstützen, Sachen zutrauen, die ich mir vielleicht im ersten Moment nicht zutrete. Das betrifft auch dich, also mit deiner Unterstützung, also wirklich mir in dieser Zeit jetzt bei der BZT AG eigentlich, wo ich extrem habe dürfen wachsen. Und ich sage immer, so Personalentwicklung, die wir machen dürfen, Weiterbildung begleiten, die ich hier machen darf. Und ich finde immer, ich bin das beste Beispiel, so, was man kann bei uns jetzt im Betrieb in alles an Entwicklung durchmachen kann. Das ist sicher so die
prägendste Person, die auch persönliche Entwicklungen von mir begleitet hat. Weil die Zeit, jetzt, seit ich da bin, ist echt so ein bisschen die prägendste in meinem Leben, beruflich wie auch privat. Mhm. Und ja, das hat mich extrem gefordert und gefördert. Und da bin ich fest dankbar. Genau. Also ich höre daraus aus, es sind einerseits natürlich Persönlichkeiten, Personen, die dazu beitragen. Und gleichzeitig ist ja auch das ganze System, das ganze Bildungssystem, das schweizerische Bildungssystem. Du bist der Fachcrack im Bildungszyklus, im Bildungssystem der Schweiz. Was ist genau das, was ausmacht? Was ist das, wo sagst, das ist einmalig, das ist typisch schweizerisch und das ist der grosse Vorteil der Schweiz, den wir haben? Ja, das ist relativ einfach. Wir sind eigentlich, wenn man es weltweit anschaut, bildungsmässig Exoten. Weil es gibt nur ganz wenige Länder, die ein duales Bildungssystem haben. Was heisst das? Das heisst, dass der grösste Teil der jungen Leute eigentlich im Wechsel zwischen Theorie und Praxis, in einer Berufsbildung, den ersten Schritt in den Arbeitsmarkt macht. In den meisten Ländern gibt es einfach schulische Ausbildungen und es gibt keine Betriebe, die daran beteiligt sind. Und das führt dazu, dass natürlich auch die jungen Leute bei uns viel leichter in den Arbeitsmarkt können integriert werden. In der Schweiz ist die Jugendarbeitslosigkeit traditionell immer tief. In anderen Ländern, auch in Europa übrigens, hatten wir während Jahren eine höhere Quote von 10-15%, in gewissen Ländern sogar 40% Jugendarbeitslosigkeit. Das können wir nicht, weil das ist gar nicht möglich in einem dualen System. Aber es ist ja nicht einfach, so ein System irgendwie zu übertragen auf andere Länder. Das kann man fast nicht kopieren und darum muss man einfach Sorge haben dazu. Und das duale System hat auch den Vorteil, dass man eigentlich auf einen Bedarf hat und ausbildet. Also Betriebe, Verbände sagen, was sie brauchen. Und nachher wird entsprechend werden die Pläne gemacht und dann wird so ausgebildet, das wird laufend immer wieder angepasst. Das heisst, wir bilden nicht irgendwie für die Halden aus und Qualifikationen, die niemand braucht, sondern wenn jemand bei uns rauskommt, dann kann man ihn in der Regel gerade einsetzen. Mhm. Und sonst haben wir etwas falsch gemacht. Und das ist der grosse Vorteil von unserem System. Und dann geht das noch weiter nach der Lehre, dann auch in der Tertiärstufe mit Fachhochschulen, höheren Fachschulen. Also wir haben eigentlich ein durchgängiges System mit vielen Durchlässigkeiten. Auch das ist etwas, was uns von vielen Ländern unterscheidet. Also es gibt eigentlich nur ein Motto, Sorge haben zu dem, was wir haben und es laufend weiterentwickeln. Nie statisch bleiben, sondern immer schauen, was kann man noch besser machen. Ja, du sagst nie statisch bleiben. Silvia, wie hat sich die Ausbildung, du bist jetzt schon viele Jahre bei der BCD AG dabei, wie hat sich die Ausbildung weiterentwickelt jetzt grundsätzlich? Was ist anders geworden? Wo sind wir nicht stehen geblieben? Also allgemein, wir haben sicher unsere Ausbildungsangebote im Betrieb immer stetig angepasst und erweitert. Also wir haben viel mehr Berufe ausbilden. Und in den Berufen selber ist es so, dass es auch in den Niveau angepasst worden ist. Also wir haben jetzt fast in allen Berufen die EBA und die EFZ-Ausbildungen, die auch für Schwächere oder Lernende, die mehr Zeit brauchen, haben die Möglichkeit, eben, wie du gesagt hast, der Eintritt ins Berufsleben ermöglicht und auch noch den Weg ermöglicht, dass ihr weitergehen in der Bildungslandschaft. Das ist sicher ein oder zwei Punkte, die sich angepasst haben. Und in den Ausbildungen selber, die sind natürlich extrem sich am entwickeln. Es ist alles, was digital wird. Also auch die handwerklichen Berufe läuft sehr viel über digital. Und da braucht es ganz viele Anpassungen. Es braucht ganz viel Effort, dass man auch am Ball bleibt, dass man weitergehen kann, dass man die Lernenden richtig unterstützen kann. Und was sich sicher auch verändert hat, ist die ganze Entwicklung der Jugendlichen selber. Sie kommen mit einem anderen Rucksack in die Ausbildung rein. Sie haben anderes Vorwissen, sie haben andere Forderungen. Und das ist auch sicher eine Herausforderung an unsere Berufsbildner, an uns selber, dass wir einfach die Lernenden rundum begleiten können. Und es ist einfach wirklich nicht, was vielleicht früher noch eher war, man kommt arbeiten und geht wieder. Das ist wirklich ein Rundum-Päckchen, wo wir als Betrieb tagtäglich gefordert sind. Ja, du hast vorhin gesagt, es ist nicht nur der Lernende, der sich verändert hat, sondern auch Berufsbildner. Esther, was braucht heutzutage ein Berufsbildner für einen Skill? Ich denke, es ist ein gutes Gespür.
ein Gespür, wie er auf die Lernenden zugehen kann. Und es ist nicht mehr nur das Fachwissen oder ein gutes Fachwissen, das jemand braucht, sondern wirklich auch die Fähigkeit, als Coach, als Mentor können zu funktionieren, im richtigen Moment können zu unterstützen, im richtigen Moment können einen Schritt zurück machen und das Gefühl geben, dass man da ist und ich glaube, auch gewisse Rahmen steckt, weil heutzutage, es ist so schnelllebig und es hat so viele Möglichkeiten. Und wir haben das gerade vorher diskutiert, das braucht dort auch einen gewissen Rahmen, aber nicht zu fest spürbar. Genau. Ja, wir kommen da immer wieder einen Rahmen über vom Bund, von gesetzlicher Ebene. Wir merken mit der Pflegeinitiative, die im letzten November 2021 war, merken wir, dass die Pflegenden vor allem wie viel mehr für sich selber einstehen. Und zwar innerhalb der BZD AG, aber wahrscheinlich auch grundsätzlich bei der Gesundheitsbranche. Und das ist noch eine Challenge für uns als Betrieb, bei 450 Mitarbeitenden eine attraktive Arbeitgeberin zu sein. Einerseits natürlich für die Pflegeberufe, die ja auch die Pflegeinitiative unterstützt, und gleichzeitig aber natürlich für alle anderen Berufe. Das alles unter einen Hut zu bringen und unter ein Dach zu bringen. Wie siehst du die Entwicklung oder die Thematik Pflegeinitiative? Wie geht es da weiter? Wo siehst du da Vorteile, Herausforderungen? Ja, also ich glaube, zuerst muss man mal sagen, die Pflegeinitiative hat ja wie zwei Aspekte. Einerseits die Ausbildungsinitiativen oder Offensiven und andererseits nachher die Arbeitsbedingungen, die langfristig verbessert werden sollen, Lohn und so weiter. Und der zweite Teil, der hat noch gar nicht angefangen. Da muss das eidgenössische Parlament zuerst noch sagen, was man dort überhaupt machen will. Das ist nicht ganz eine einfache Geschichte, weil in der Schweiz sollte eigentlich der Staat normalerweise nicht in den Arbeitsmarkt eingreifen. Aber da hat jetzt das Schweizer Volk halt zugestimmt. Jetzt muss man irgendeine Lösung finden, wie man das macht. Aber es wird, der zweite Teil wird eher in meinen Augen die Freiheit des einzelnen Betriebs einschränken und nicht vergrössern. Das finde ich persönlich nicht besonders gut, aber das ist jetzt halt so. Bei der Ausbildungsoffensive ist es etwas anderes. Das ist eigentlich eine gute Sache. Wir können uns alle erinnern an die Corona-Zeit, wo die Pflege eine sehr wichtige Rolle gespielt hat. Und dort hat man noch geklatscht und das hat einfach nicht gelangt. Und das ist auch richtig so. Also ich glaube, dass wir hier die Stärkung der Pflege und die Bedeutung der Pflege auch in einer alternden Bevölkerung, die nachher muss versorgt werden muss, dass man hier etwas macht und die auch gut stellt und auch insbesondere schaut, dass wenn junge Leute eine Ausbildung machen, dass sie das quasi, dass sie da ein Auskommen haben und dass sie nicht während Jahren mit minimalen Einkommen kutschieren müssen. Das ist eigentlich richtig. Oder? Das haben wir an anderen Orten auch. Jetzt muss man einfach schauen, dass wir, und du hast das ein bisschen angetönt, Nadia, dass man den Quervergleich mit anderen Branchen anschaut. Oder? Und man muss das sowohl bei den Löhnen machen, wie auch bei den Ausbildungsrahmenbedingungen. Und da sieht man heute schon, dass man, es ist gut, wenn man jetzt etwas macht, aber man darf nicht übermachen, sonst hat man nachher in einem Betrieb einen grossen Unterschied. Also man hat nachher eigentlich Berufe drin, die dann nicht profitieren von vorteilhaften Bedingungen und andere, die sie haben. Und das geht ja dann auch wieder möglicherweise böses Blut. Also es ist da irgendwie eine Balance zu finden. Und darum sagt man ja eigentlich auch, und das ist vorgesehen bei der Umsetzung der Pflegeinitiative in der Zentralschweiz, dass man zwar einen Schritt macht, aber nicht übertreiben. Und ich glaube, das ist immer auf einem guten Weg. Und mir scheint es insbesondere auch wichtig, dass man das über 6 Kantone auch koordiniert macht und nicht quasi jeden Betrieb gegen den anderen ausspielt. Weil dann gibt es eine Spirale nach oben und das hilft niemandem. Oder? Der Fachkräftemangel ist schon eine Herausforderung genug. Ja, und ich glaube, der Fachkräftemangel ist ja nicht nur im Gesundheitswesen, nicht nur in den Gesundheitsberufen, sondern grundsätzlich. Das ist so. Grundsätzlich, was für eine Bedeutung hat unsere Bildung? Ja gut, ich meine, in der Schweiz, was haben wir für Ressourcen? Wir haben eigentlich unser Hirn und sonst nicht viel, oder? Das ist so. Also wir müssen in Bildung investieren. Wir sind längst nicht mehr irgendwie eine Gesellschaft oder eine Wirtschaft, die aus Landwirtschaft und Industrie besteht, sondern vor allem Dienstleistungen.
Und zu denen gehört auch das Gesundheitswesen. Und da braucht es gut ausgebildete Leute. Wir haben eine Entwicklung, die immer mehr auch mit digitalen Mitteln unterstützt wird. Die Prozesse werden vereinfacht und so weiter. Das ist im Gang, da sind wir noch mittendrin, überhaupt noch nicht am Ziel. Und das wird auch das Gesundheitswesen erfassen. Ganz sicher, früher oder später. Und da brauchen wir Leute, die in der Lage sind, das zu überblicken und die Instrumente auch richtig einzusetzen. Und für die Wirtschaft generell kann man sagen, dass Bildung immer auch zum Fortschritt beiträgt. Wir wissen aus Untersuchungen, dass auch Lernende, wenn die ausgebildet werden, in der Berufsschule und so weiter, wenn die zurückkommen in ihren Betrieb, dass das immer auch einen Einfluss hat auf die Entwicklung des Betriebs. Das gleiche ist bei HFs, die etwas lernen in der Schule und zurückkommen. Und umgekehrt, sie kommen auch mit betrieblichen Erfahrungen nachher in die Schule. Dieser Austausch, der ist sehr wichtig und der führt zu Dynamik, der führt zu Fortschritt und auch zu guten Diskussionen in den Betrieben. Und die braucht es, oder? Es ist nicht immer nur einfach. Es kann manchmal auch mühsam sein, wenn Lernende zurückkommen mit irgendetwas, was sie jetzt gar noch nicht anwenden können. Aber wir bilden ja nicht für die Gegenwart aus, sondern für die Zukunft. Also muss man auch schauen, dass sie mit Ideen und mit Vorstellungen zurückkommen, die vielleicht den Betrieb ein bisschen herausfordern. Das macht gar nichts. Ja. Silvia, du nickst. ist das so? Ist das genau so. Also das ist sicher das eine, wir bilden unsere Zukunft selber aus. Also unsere Lernenden, unsere HF sind die Zukunft von uns, unsere zukünftigen Fachpersonen. Und das andere, wie du sagst, also Bildung, da sind wir einfach an Schuhe, oder? Da sind wir wirklich, Bildung ist, da sind wir immer auf dem höchsten Niveau. Und das ist herausfordernd, weil eben, es kommt eigentlich nie Routine rein. Man ist immer am Laufen und vielleicht hat sich mal etwas eingebürgert und dann kommt schon wieder eine Rückmeldung von der Schule, machen wir es anders oder dort hat man es anders entwickelt. Es ist effektiv so, aber das macht es auch so spannend. Oder? Man bleibt dran, man bleibt ajour und alle Leute aus meinem Team haben eigentlich genau aus dem Grund den Beruf in der Bildung gewählt, weil sie das eben gerne haben. Sie haben gerne, wenn es vorwärts geht, sie haben gerne, wenn sie am Puls sind und haben gerne, wenn sie wissen, hey, es geht weiter. Und wir merken auch extrem, dass wir, wenn wir die Lernenden oder die Jugendlichen in den HF-Studierenden die Möglichkeit geben, da mitzureden, dass da extrem viel Positives rauskommt, wo wir eben wieder als Betrieb profitieren können. Du hast so ein bisschen Ausbildung angesprochen, Esther. Entwicklung. Wie siehst du es dort? Also dort finde ich es einfach genial. Oder das bringt es auch unserer Wirtschaft, dass man sich, wenn man sich mal für einen Weg entschieden hat, nicht auf dem muss bleiben. Und das schätze ich auch, den Austausch mit den Mitarbeitern treffe ich auch immer wieder an, dass es möglich ist, jetzt zum Beispiel bei uns, dass jemand von der Küche in die Pflege wechselt und das unterstützt wird. Oder wenn jemand den einen Weg eingeschlagen hat, dass es dort nicht muss bleiben. Das ist ein grosser Vorteil. Und bei unseren Mitarbeitenden, wie gesagt, einfach die Unterstützung, dass sie sich dort entwickeln dürfen, wo es möglich ist. Oder einfach auch das können gucken, herausfinden, wenn der Wunsch da ist. Ja. Ich würde gerne zurück zum Jahresmotto «Bildung geht uns alle an», das uns das ganze Jahr 2023 begleitet hat. Für uns als Geschäftsleitung, antreten natürlich auf strategischer Ebene vom Verwaltungsrat, ist es wichtig gewesen. Wir sind schon seit eh und je ein Ausbildungsbetrieb. Josef, du hast uns auch, oder sogar meine Vorgänger damals begleitet in diesem Thema. Für uns war es wichtig, dass wir weiter vorangehen, dass wir diesen Herausforderungen können, auch in der Bildung, in der Ausbildung, in der Weiterbildung, in der Entwicklung begegnen können. Und es ist fest bei uns seit Jahren in der Strategie verankert, dass wir uns sehr intensiv für die Entwicklung, für die Aus- und Weiterbildung einsetzen. Bildung und Entwicklung, das Jahresziel, oder Bildung geht uns alle an, das Jahresziel 2023. Das kommt ja nicht von mir als CEO, sondern das kommt ja von der Bildung und Entwicklung. Wie kommt es überhaupt dazu? Weil das wirklich so ist, es geht jeden Einzelnen an, die Bildung. Also man kann nicht einfach sagen, ich habe jetzt die Ausbildung gemacht und jetzt schaue ich nicht mehr, das arbeite ich einfach. Sondern, wir haben es vorher schon gesagt, die Lernenden, die Studierenden sind unsere Zukunft. Und wenn nicht jeder Einzelne dazu beiträgt, dass sie mir wirklich ausbilden können und auch den Berufsstolz weitergeben können, das Wissen weitergeben, dann irgendwann ist der Fachkräftemangel so gross, dass wir es nicht mehr stemmen können. Und ganz viele Mitarbeiter und Teams leben das, die Bildung geht uns alle an. Und durch das Jahresthema haben wir jetzt einmal wie so einen Aufschwung gemerkt und haben, hey, es ist wirklich so. Also Bildung geht uns wirklich alle an, weil
ganz viele Lernende, die bei uns die Ausbildung gemacht haben, machen nachher eine Weiterbildung bei uns, steigen in der Karriereleiter auf. Und auch sie tragen wieder rein, hey, ich konnte die Ausbildung machen und ich ermögliche jetzt den anderen, dass sie die Ausbildung bei uns machen können und gehen selber in der Entwicklung weiter, gehen selber in der Weiterbildung weiter. Also es ist wirklich, die Bildung geht jeden Einzelnen an, sei es in einem Betrieb, sei es draussen, es zählt jeden Einzelnen. Josef, für dich als Präsident von Gesund, wenn du jetzt das hörst, Jahresmotto Bildung geht uns alle an, unterstützen wir da an eure Visionen, eure Strategien von der Gesund? Hundertprozentig. Also mir gefällt das sogar sehr gut, weil ja häufig so ein bisschen die Vorstellung da ist, Bildung ist etwas, das mir geboten wird. Aber ich muss immer Verantwortung auch selber wahrnehmen für meine Ausbildung, oder? Und für mein Weiterkommen. Bildung ist Entwicklung, das ist von euch gesagt worden. Und es ist mehr weder nur Ausbildung, das ist auch etwas ganz Wichtiges. Wir bilden ja nicht einfach, ich sage jetzt mal in Anführungs- und Schlusszeichen, Fachidioten aus, sondern wir wollen eigentlich, dass Leute, die ausgebildet werden, auch in einer Berufslehre, auch in einer VG oder VB oder was es immer ist, dass die auch etwas lernen für Teilnahme an der Gesellschaft, Entschuldigung, am politischen Leben, dass sie mit Geld umgehen können, wie du gesagt hast, oder? Einfach all die Sachen, die einem ermöglichen, dass man in der Schweiz ein gutes Leben führen kann, dass man sein eigenes Auskommen haben kann und dass man nicht quasi von jemandem abhängig wird. All diese Sachen gehören zur Bildung und ich finde, es sehr gut, wenn man eben sagt, geht uns alle an, weil es müssen alle etwas dazu beitragen. Und aus unserer Sicht, jetzt, wenn ich von gesund her rede, macht uns vor allem auch ein bisschen Sorgen, dass die Funktion der Berufsbildnerinnen eigentlich ein bisschen unterschätzt wird. Oder? Die ist so wichtig, die ist extrem wichtig. Und wir haben eigentlich vor, dass wir auch im Zusammenhang mit der Umsetzung der Pflegeinitiative etwas machen wollen, damit wir die Stellung der Berufsbildnerinnen im Betrieb stärken können. Weil je grösser der Fachkräftemangel wird, je grösser auch der Druck wird, den man hat, desto weniger bleibt Zeit für die Ausbildungsaufgabe wahrzunehmen. Das heisst, wir müssen auch schauen, dass wir nicht überfordern, dass wir die Möglichkeit schaffen, dass man das immer noch mit Freude machen kann, weil Ausbildung begleiten von Lernenden kann man nur, wenn man auch selber Freude hat und nicht, wenn man total im Seich ist, auf Deutsch gesagt. Oder? Das geht nicht. Ja, ich glaube, das ist richtig. Man muss so innen dran, muss man es spüren. Ja, ja. Es muss strahlen gegen außen, dass man brennt für die Berufsbildung. Genau. Und dann kann es auch gelingen, dass man das Feuer für den Beruf, in Gastronomie, Administration oder auf der Pflege und Betreuung, kann weitergeben kann. Ganz genau. Wir haben ja ganz viele Berufsbildner, Bildungsverantwortliche. Wie viele Lernende werden überhaupt bei uns betreut? Aktuell haben wir 60 Lernende und Studierende in 8 IFZ-Berufen, in 5 EBA-Berufen und im HF-Studium. Und die Zahl ist stetig steigend. Also wir werden nächstes Jahr auch noch einmal gerade in der Pflege die Lehrstellen aufzutun, mehr Lernende ausbilden. Noch eins genau aus dem Grund, wir bilden unsere Fachkräfte selber aus, wir investieren dort ganz fest. Investieren. Und du hast es vorher angetönt, Josef, Berufsbildner sind sehr wichtig und eigentlich das A und So von einer Ausbildung. Und aus dem Grund haben wir jetzt auch Vollzeit Berufsbildner in der Pflege, genau um das zu unterstützen, dass sie genug Zeit haben, dass sie rundum können, die Lernenden begleiten können und wirklich die Freude und den Berufsstolz können weitergeben können und nicht ausgebrannt sind. Und die Lernenden können begleiten. Und was machen wir denn genau, dass es aufs Interesse stößt, dass überhaupt die Lernenden sagen, wow, BZT, dort möchte ich meine Lehre machen? Wir tun natürlich uns als Ausbildungsbetrieb sehr fest vermarkten. Wir sind sehr innovativ, wir sind sehr viel in den Schulen, wir arbeiten mit den Schulen zusammen, wir haben Infoveranstaltungen im Betrieb, wir gehen in die Schulen gehen Infoveranstaltungen machen. Wir holen die Eltern mit den Jugendlichen in den Betrieb rein, wir haben ein Podium so eben, Elternöbung, wo man über Bildungen redet. Also wir reden über uns und lernen über uns und reden Mund-zu-Mund-Propaganda. Und sicher auch einfach in dem Sinn, dass man eine gute Ausbildung bietet und die Lernenden das heraustragen, weil das ist unsere beste Werbung. Oder wenn man eine gute Ausbildung könnt und bietet, dann tragen das die Lernenden und die Studierenden raus. Und ermuntern auch ihre Kolleginnen und Kollegen zu sagen, hey, look, wir haben einen super Ausbildungsbetrieb, willst du nicht auch kommen? Ja, ich nehme an, Esther. Das, was Silvia sagt, so als Employer Branding Crack, da geht dir richtig das Herz auf. Sehr, ja. Genau.
Wo unterstützt du mit deinem Hut Employer Branding im Marketing? Oder was haben wir zum Beispiel letztes Jahr gemacht im Marketing, dass man auf uns aufmerksam geworden ist? Also zu der ersten Frage, wenn wir unterstützen, das ist sicher so, dass wir eine Vision leben, wo wir auch sind. Das ist eigentlich das Wichtigste. Sonst funktioniert es nicht. Und das war eigentlich so die Aufgabe, herauszufiltern, was können wir wirklich. Und das ist herausgekommen, dass wir einfach viel mit Mund-zu-Mund-Propaganda machen, mit dem, dass wir schon jahrelang in das investieren. Und sonst würden die Lernenden kommen und wir würden Werbung machen mit etwas, wo wir nicht sind, und sie gehen wieder. Weil sie nicht das vorfinden, wo sie angelockt worden sind. Und das ist eigentlich das Wichtigste, eigentlich die Vision auch so wirklich umzusetzen. Und jetzt die grösste Aktion, die wir gemacht haben, ist die Gewerbe im 23., wo wir wirklich jetzt an der Gewerbeausstellung in Emmen waren und unseren Stand auf Zielgruppen ausgerichtet haben. Wir durften einen VR-Töckeli-Tisch anstellen und wir hatten ein Pre-Opening, wo rund 800 Schülerinnen und Schüler sehr fest unseren Stand besucht haben. Und das hat uns extrem gefreut, auch jetzt im Nachhinein, dass wir nachhaltig hören dürfen, dass sie können schnuppern und mit dem Werbematerial reinkommen und sagen, ich kann euch dann dort sehen. Und dass wir wirklich so ein bisschen das Programm auch zusammen fliessen und so können eigentlich noch mehr auf uns aufmerksam machen. Genau. Also, du sagst, so, es ist einerseits miterleben, aber virtuell töckeln mit den VR-Brillen, das ist das eine. Und gleichzeitig ist, glaube ich, gerade so wichtig, dass der persönliche Kontakt, dass eigentlich die Fans von der BCD am Stand stehen und genau die Energie oder das Herzblut anlassen lassen, spüren bei diesen Gewerbeausstellern, bei den Gewerbesuchern, die vorbeilaufen. Ja, Josef, gesund, selbstverständlich, wir bringen ja euch sozusagen Lernende, die ihr ausbildet. Was muss denn bei der Gesund so spannend sein, dass auch Theorie, dass man Lust hat, überhaupt Theorie zu erleben? Oder zu lehren? Ja, ich glaube, also gesund hat natürlich eine übergreifende Funktion. Oder? Und vielleicht noch ein Aspekt von außen jetzt, wenn ich gesehen habe, wenn der Fachkräftemangel, der ist schon in allen Branchen praktisch, wenn der da ist, dann kann man sich eigentlich nur noch mit einer guten Betriebskultur abheben. Oder? Also es muss sich umsprechen, dass bei euch die Ausbildung besser ist wieder an einem anderen Ort. Und dass es cooler ist, hier die Ausbildung zu machen, weder in einem anderen Betrieb. Das ist entscheidend. Oder? Und genau das machen wir eigentlich. Und wir übergreifend müssen schauen, dass unsere Ausbildungen up-to-date sind. Oder? Dass die in dem entsprechend die Betriebe brauchen. Und dass wir das auch dass wir auf dem neuesten Stand ausbilden. Dass wir laufend auch in die Qualifikation von unseren Lehrpersonen im Bildungszentrum investieren. Und dass wir schauen, dass letztlich die Ausbildungen attraktiv bleiben. Da müssen wir uns aber auch auf schweizerischer Ebene einsetzen, weil die Bildungspläne und die Bildungsverordnungen, die werden auf nationaler Ebene gemacht und wir haben noch nur einen beschränkten Spielraum, den in der Zentralschweiz umzusetzen. Wir haben schon einen, aber der ist nicht allzu gross. Und ich glaube letztlich, dass es wichtig ist, dass gesund auch übergeordnet dafür sorgt, dass Gesundheitsberufe im Gespräch bleiben. Zum Beispiel durch einen starken Auftritt an der CEBI, durch die Zentralschweizer Woche der Gesundheitsberufe, durch Tage der offenen Tür, durch Imagekampagnen, durch x Sachen. Und das wollen wir eigentlich jetzt noch eine steigern. Wir haben eine Strategie, die abstellt auf die OPSAN-Studie, die sagt, dass wir noch einmal Tausende von Leuten zusätzlich brauchen bis 2029. Und wir sind nicht auf Kurs, muss man klar sagen. Wir haben weniger Anmeldungen an die HF, weder das wir uns erhofft haben. Wir sind ungefähr stabil, das ist schon besser als andere Regionen. Aber wir müssen mehr haben. Und jetzt tun wir gerade noch einen Haufen Geld investieren in zusätzliche Marketingmassnahmen, damit wir wieder auf die Spur kommen von dem Wachstum. Ob es gelingt, weiss ich nicht. Weil am Schluss müssen wir eigentlich die Leute, die jetzt demografisch fehlen, bei anderen Berufen abgrasen. Oder? Wir können eigentlich nichts anderes machen, weil Demografie können wir nicht überlisten. Sie wird wieder kehren. Also bei der VG müssen wir eigentlich schon bald wieder merken, dass es wieder mehr Schulabgänger gibt. Aber auf der HF-Stufe werden wir noch ein paar Jahre ein bisschen Herzbrot beissen müssen. Wir haben insofern Glück und darauf sind wir auch stolz, dass Sabine Felber, meine Stefan von der SIA und Leitung Bereich
Pflege und Betreuung im Stiftungsrat mitwirken und sozusagen auf vorderster Front bei euch mitkämpfen und nachher so das Bindeglied sein zu uns, zu der BZD AG. Was ich sehr schätze, dass wir gute, ausgebildete VGs, EFZler, alle anderen Berufe überkommen, dann können wir weiter unterstützen, um weiter auszubilden. Und uns gelingt es wirklich, dass wir Führungsstellen oder ganz explizite Fachstellen können mit eigenen Leuten besetzen können. Und ich glaube, das ist das, was mich immer wieder sehr stolz macht, dass die Leute bereit sind, um weiter gefördert zu werden und die Entwicklung, dass wir die weiterentwickeln können. Silvia, wie viel Prozent der Lernenden bleiben bei uns nach der Lehre? Weil das ist echt das, wir kommen jetzt am März nicht über aufgrund des Fachkräftemangels. Inserate sind drauf, wir kommen zum Teil nur sehr wenige Bewerbungen über. Umso mehr ist es ja für uns wichtig, dass unsere eigenen Lernenden, Studierenden, Ausbildenden bleiben. Was ist das im Moment so zahlenmässig? Also in den letzten Jahren waren das zwischen 70 und 80% von Lernenden, die bei uns den Abschluss gemacht haben, die geblieben sind. Die wirklich bei uns nach der Ausbildung eine Stelle angefangen haben, die weiterarbeiten, die einen, die wirklich sagen, ich will Berufserfahrung sammeln, ich will all das, was ich jetzt gelernt habe, den Lehrerinnen mal können anwenden. Und dann gibt es andere, die direkt sagen, ich will jetzt die HF starten, ich gehe im Herbst in die HF, will dort Ausbildung machen. Und das ist natürlich sehr eine schöne Zahl und das ist unser grosses Ziel, dass wir eigentlich unsere Leute, die wir selber ausbilden, auch können selber weiternehmen und weiterziehen und mit ihnen einen Weg gehen. Und da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Die einen die haben ganz klare Karriere im Kopf, die dann nachher zu der Esther weitergehen und sagen, ich werde die und die Schritt machen. Und andere sagen auch, ich werde jetzt zuerst einfach mal können arbeiten, Geld verdienen und auch das hat Platz. Ja. Darf ich zu dem gerade etwas sagen? Weil das ist ja, da habe ich immer ein bisschen zwei Seelen in meiner Brust. Oder? Ich finde es eigentlich super, wenn die möglichst bleiben. Auf der anderen Seite, wenn man die persönliche Entwicklung von diesen Leuten anschaut, wäre es auch gut, sie würden mal zwei, drei Jahre an einen anderen Ort gehen und dann vielleicht wieder zurückkommen. Und das führt mich dazu, dass eigentlich ein Betrieb ja auch ein bisschen eine Vorstellung haben müsste, wie könnten wir denn die Karriere von unseren Leuten fördern, auch mit Elementen, die sie zwischendrin weggehen, aber dann wieder kommen. Oder? Aber dann mit ganz anderen Erfahrungen noch kommen. Und wenn sie immer nur im eigenen Betrieb sind, ist das auf Dauer raus auch ein bisschen, ja, ein bisschen Inzucht und ein bisschen eng. Und darum, ich finde es gut, oder? Es sind wenige, 80%, die bleiben. Aber es hat noch ein bisschen eine Kehrseite von der Medaille. Ich bin voll bei deiner Meinung. Also ich sage auch immer den Lernenden, gehen da noch raus. Wir haben natürlich den Vorteil, wir haben zwei Häuser. Und das ist noch ein Schritt, oder? Und ja, das ist eigentlich bei uns immer so, sie machen die beiden Häuser die Ausbildung. Es ist die gleiche Firma, sind die gleichen Abläufe und sind gleich ein bisschen andere Kulturen. Und das ist sicher mal ein Schritt, dass man sagt, hey, du gehst ins andere Haus arbeiten. Dieses, da gebe ich dir voll recht. Und da haben wir auch immer mehr, dass man sagt, hey, jetzt gehst du mal raus und kommst wieder retour. Also man eigentlich schon so gewisse Vorgaben, dass die Stelle wird frei und die Möglichkeiten hast. Ich glaube, du hast vorhin zu den Essen durchgeschaut. Ich glaube, wichtig ist, dass ja, auch wenn es nicht mehr bei uns arbeitet oder wenn es mal rausgegangen ist, dass die Essen die Personen weiterhin auf dem Radar hat. Dass sie nicht einfach löscht, beim BZD-Gedanken oder bei der BZD-Liste, sondern dass man sie weiterhin auf dem Radar hat. Und ich glaube, es kommt immer wieder. Also Silvia, du bist das beste Beispiel. Man kommt wieder zurück zu der BZD AG, wenn man mal weg ist. Erlebst du das auch so? Ja. Jetzt gerade im Moment, wo halt wirklich einfach der Arbeitnehmermarkt da ist und die Leute können entscheiden im Fachkräftemangel, wo es auch manchmal gut ist, dass man geht Aussenluft schnuppern und wir dürfen wirklich einige Rückkehrerinnen und Rückkehrer wieder begrüßen. Und das stärkt uns auch in dem, was wir möchten, dass wir auf dem richtigen Weg sind, dass man wieder zurückkommt. Aber ich bin auch voll bei dir, es tut sicher auch gut. Und wir haben auch das Glück, dass wir wirklich gut vernetzt sind überall. Wir haben viele Austausche, wir haben Partnerbetriebe, wir haben einen grossen Austausch auch in den verschiedenen Branchen. Und das hilft auch, manchmal wieder rauszugehen und zurückzukommen und zu merken, was wir geniessen dürfen. Das ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, oder? Partnerbetriebe. Oder? Wir haben ja Langzeit, Spitex, Akut. Und es wäre ja vielleicht nicht schlecht, auch im Sinne der integrierten Versorgung, wenn man ein bisschen Luft schnuppern würde, mal in einem anderen
Bereich und dann aber wieder zurückkommen mit dem Wissen und damit auch wieder andere Beziehungsnetze zu haben und so weiter. Also das könnte ich mir vorstellen, dass das in Zukunft noch wichtiger wird, dass man gute Partnerbetriebe hat, wo man vielleicht auch Leute sogar gezielt austauscht, damit sie die andere Seite können lernen. Es sind gute Modelle, die heutzutage in meinen Augen noch ein bisschen zu wenig gepflegt werden. Ich weiss nicht, ob ihr es schon möchtet, aber ich weiss von vielen anderen Betrieben, dass das kein Thema ist. Ja, die strategischen Partner, gell? Genau. Ich glaube, wir sind in der Führungsentwicklungsreise so weit, dass wir genau wegkommen von dem Silo-Denken, dass wir viel mehr das Netzwerk, das ja auch zukünftig gefördert oder gefordert wird, wirklich das Netzwerkdenken viel mehr auch wieder in den Fokus nehmen. Ich möchte gerne das Thema abschließen mit einem Statement von jedem. So ein bisschen, was ist das Highlight, Silvia, bei dir, wenn ich sage, Bildung geht uns alle an, BCT 2023? Dass eben genau das gelebt wird jetzt im Betrieb. Also früher war Bildung immer so ein bisschen, sie war da und sie war manchmal gern gesehen und manchmal war es einfach ein Aufwand, wenn wieder jemand von der Bildung kommt. Und jetzt, seitdem wir das Jahresziel hatten, merke ich eigentlich, ganz viele der Mitarbeiter haben gemerkt, hey, es stimmt, es geht mich auch an und ich darf auch meinen Beruf stolz weitergeben. Und ich ziehe das auch weiter. Also, wir von der Bildung, oder ich zumindest, spüre es extrem, dass wir das Jahresziel hatten. Und wir profitieren ganz fest von der Bildung, von diesem Jahresziel. Esther, darf ich den Ball an dir weitergeben? Ja, ich habe mehrere Highlights. Es ist da schwierig, eins rauszupicken. Vielleicht gerade gestern mit dem Austausch mit der Gesund und der Sabine Felber, wo wir wirklich einfach gemerkt haben, dass wir Leute im Betrieb haben, die nicht nur für uns denken, sondern übergeordnet, dass eben der Fachkräftemangel nicht nur in den Betrieben gelöst wird, sondern jetzt gerade mit der Sabine Felber jemand da ist, der sich in verschiedenen Gremien einsetzt, der ganz denkt. Und ich finde das mega toll und bin sehr dankbar, dass wir da immer wieder ein bisschen querer denken und so ein bisschen breiter. Und nicht nur für uns. Gleichzeitig auch, dass wir Budget bekommen für so Projekte wie jetzt Gewerbe. Als ich zu der Nadia bin und gesagt habe, ich mache den Stand nur, wenn wir etwas Cooles für die Zielgruppe stellen. Und sie ja gesagt hat an dieser Wichtigkeit. Und das spüre ich auch immer. Und im Gespräch mit den Mitarbeitern merke ich so, dass wirklich auch in der Führung, dass wir wegkommen von, es geht jetzt ein Mitarbeiter in die Führung, dann gibt es ein Leadership, sondern dass es wirklich in die individuelle Betreuung hineingeht von den einzelnen Personen, weil die Entwicklung und Bildung ist einfach sehr individuell. Für den einzelnen Mitarbeiter reicht es, wenn er darf oder sie kommen und Menüvorschlag machen, wenn er darf auf dem Stock an einer Lernenden oder an einem Lernenden mal etwas zeigen. Und für jemand anderes bedeutet es, Karriereschritte, das CAS zu machen, zu studieren oder was auch immer. Es ist einfach extrem individuell und das spüre ich bei uns fest, dass wir auf dem Weg sind, dass das individuell auch gelebt wird und dass wir von dort einfach ein bisschen, ja, breiter denken, als nur jetzt gerade, was es jetzt braucht. Josef, dein Bildungshighlight im 2023? Ja, das ist noch schwierig zu sagen. Mir ist vor allem wichtig, und das haben wir jetzt heute auch gut herausgespürt, dass in Zukunft erstens mal eben ein lebenslanges Lernen nötig ist. Dass Lernen nicht nur im Schulkontext stattfindet, sondern eben auch daheim, in der Familie, im Betrieb, in der Freizeit, im Sport, überall lernt man. Und die Neugier zu behalten, das ist etwas, was ganz wichtig ist. Und darum braucht es eine Art Lernkultur in einem Betrieb. Oder? Die muss man etablieren. Und ich spüre eigentlich, und das finde ich, das ist für mich wirklich ein Highlight, dass das bei euch schon zu einem guten Teil entwickelt ist. Man kann sicher immer noch besser werden, aber eine Lernkultur zu haben, ein Unternehmen zu haben, das weiterkommen will, das in den Leuten ermöglicht, dass sie individuell weiterkommen können, das Chancen ermöglicht, das ein bisschen fordert auch, und nicht nur, aber nicht überfordert. Und so ein Umfeld bieten, ist eigentlich die Chance der Zukunft. Und Bildung wird ganz sicher nicht an Bedeutung verlieren, sondern an Bedeutung gewinnen. Und in dem Sinn, ja, ist das sicher das richtige Motto für das Jahr. Ja. Also ich, vielleicht wenn ich noch abschließen darf, wir haben ja das Bildungsteam neu ins Leben gerufen letztes Jahr, oder während der letzten 12 Monate.
Es war immer wieder ein Highlight, während dem 2023 zu erleben, mit was für einer Energie ihr von der Bildung und Entwicklung, und es ist wirklich Energie, ihr seid auch ins Sitzungszimmer gekommen, habt uns wie ein Boxenstopp wieder abgeholt, wo ihr steht. Da war ja so viel Energie spürbar und sichtbar. Und dass man wirklich, wenn man einen Fokus mal setzt, wie jetzt im Jahresthema Bildung geht uns alle an, was da kann losgetreten werden für eine Firma. Ich komme gerade wieder Hühnerhaut drüber, das ist wirklich grandios. Selbstverständlich braucht es eine Strategie, selbstverständlich müssen wir als GEL, als Verwaltungsrat, als Geschäftsleitung auch dahinter stehen. Aber schlussendlich sind es Personen, die voll und ganz für Bildung mit Herzblut da sind. Und ich glaube, das ist uns gelungen, das ist euch gelungen. Und von dem her freue ich mich, dass wir das Jahresmotto erfolgreich dürfen abschließen. Und ich bin sicher, wir können auch weiterhin von dem profitieren.